Guten Morgen. Ich werde heute mit Ihnen einen ganz fundamentalen Satz besprechen, die Boltzmann-Verteilung. Und egal für welches Gebiet der Chemie Ihr Herz schlägt, ob das organische Chemie ist, ob Sie Analytik machen, ob Sie sich mit Atmosphärenchemie beschäftigen wollen, die Aussagen des Boltzmann-Satzes wird Ihnen immer wieder begegnen, werden Sie immer wieder dieses Hilfsmittel nutzen. Die Problemstellung ist wie folgt. Wir betrachten ein System und wir lernen aus der Quantenmechanik, dass einem Teilchen nicht beliebige Energiezustände zur Verfügung stehen, sondern die Quantenmechanik lehrt uns, dass häufig Energiezustände quantisiert sind. Ein System kann nur in bestimmten diskreten Energieniveaus existieren. Das heißt, wir haben für jedes Teilchen eine Energieleiter. Ich habe hier äquidistant gezeichnet. Das ist sie natürlich in der Regel nicht. Die Leiter ist recht komplex. Also ein Teilchen kann in dem Zustand sein, dann hat es den Energiebetrag E0. Hier den Energiebetrag E1, E2, E3. Um ein System soll nur aus Atommolekülen bestehen, die in diskreten, quantisierten Zuständen existieren. Wir betrachten wieder ein großes Ensemble, und zwar ein abgeschlossenes System. Also ein Behälter, ein Dürrgefäß mit Deckel drauf. Wir wissen, die Gesamtenergie in diesem Behälter ist konstant und die Gesamtteilchenzahl bleibt unverändert. Das heißt, die wesentlichen Bedingungen sind, dass meine Teilchenzahl n gesamt, und im Folgenden schreibe ich dafür häufig n ohne n gesamt, ist gleich Summe aller ni. Und ni ist die Anzahl der Teilchen in einem bestimmten Niveau. Und die Gesamtenergie, E gesamt, ist gleich Summe aller Ni mal Ii. Wie viele Teilchen sitzen in dem Niveau? Das ist Ihr Beitrag. Wie viele sitzen in dem Niveau? Und wie viel tragen die bei zu dem Gesamtenergie in dem System? Ich werde die Ableitung noch ein bisschen komplizierter heute machen, um gleich zu adaptieren an Bedürfnisse, die wir später in der Quantenmechanik haben. Und die Bedürfnisse sind so, dass wir Entartung mit berücksichtigen. Aber wir haben nicht nur eine Energieleiter wie hier, sondern wir stellen auch noch fest, dass manchmal Energiezustände entartet sind. Das heißt, es gibt hier mehrere unabhängige Wellenfunktionen zu diesem Energieeigenwert. Und zu diesem Energieeigenwert. Und zu diesem Energieeigenwert. Das wäre eben der I-Zustand, das wäre der J-Zustand, das wäre der K-Zustand, den ich betrachten will. Und hier unten ist der 0-Zustand irgendwo. Und jeder dieser Zustände kann entartet sein. Der ist dann GI-fach entartet, GJ-fach entartet, GK-fach entartet und der untere G0-fach entartet. Sie kennen das Phänomen der Entartung zum Beispiel in der allgemeinen Chemie bei der Besprechung des Wasserstoffatoms. Da kam raus, da das ein Zentralpotential ist, dass für dieses Potential S-, P- und D-Zustände die gleiche Energie tragen fürs Wasserstoffatom als eine Konsequenz des 1 durch R-Potentials. Oder bei komplexeren Atomen haben Sie gelernt, dass die D-Orbitale fünffach entartet sind. Es gibt fünf linear unabhängige Wellenfunktionen zum gleichen Energieeigenwert oder P-Orbitale dreifach entartet. Das wäre das Phänomen und das ist die Problemstellung, die wir heute betrachten. Wir wollen die Hilfsmittel der statistischen Thermodynamik wiederverwenden. Der Kern ist immer, dass wir definieren müssen, was ist ein Makrozustand und was ist ein Mikrozustand.
Damit Sie die Problemstellung begreifen, ist es sinnvoll, ein ganz einfaches, abzielbares System zu normen, wie wir bei allen anderen Beispielen auch genommen hatten. Wenige Teilchen zu betrachten, noch kein thermodynamisches System. Und ich betrachte mal ein System, bei der die Gesamtenergie 3 mal E0 sein soll. Und die Teilchenzahl sei nur 4. Die Energieniveaus des Systems seien auch noch so, dass die äquidistant wären. Und Teilchen hier unten tragen gar nicht bei zur Energie. Teilchen hier 1, Teilchen hier 2, 3. Also das sind die Energiezustände. Ein Teilchen hier unten trägt nicht dazu bei. Und ich würde gern, dass Sie jetzt mit Ihren Nachbarn die verteilen, die Teilchen. 4 Teilchen auf diese Energieniveaus verteilen und dabei versuchen, Makrozustand und Mikrozustand zu definieren. Sie haben Randbedingungen. Die Randbedingung ist, Sie haben 4 Teilchen, die müssen hier rein. Und die Gesamtenergie muss 3 mal E0 ergeben. Sie sind dran, finden Sie Verteilungen. Sind Sie denn gekommen? 3 Mikrozustände für den Makrozustand, einmal in 3. Das ist die Frage, ob das Makro- oder Mikrozustände ist. Aber was haben Sie aufgemalt? Malen Sie mal eine Verteilung auf. Die eine. Sind es Makro- oder Mikrozustände? Also die Verteilung wurde richtig erkannt. Wir müssen 4 Teilchen verteilen. Eine Möglichkeit besteht darin, 3 Teilchen hier unten reinzusetzen. Dann muss zwangsläufig ein 4. Teilchen hier oben sein, sonst kann ich die Randbedingungen nicht erfüllen. Eine andere Möglichkeit wäre, 2 Teilchen hier unten reinzusetzen. Dann müssen die anderen beiden Teilchen diese beiden Niveaus einnehmen. Eine dritte Möglichkeit wäre, 1 Teilchen hier reinzusetzen und 3 Teilchen hier. In der Maxwell-Boltzmann-Statistik sind Teilchen individualisierbar. Das heißt, Sie können die nummerieren und unterscheiden. Bei den Quantenstatistiken müssen wir das aufgeben. Ist das, was ich hier aufgemalt habe, ein Makrozustand oder ein Mikrozustand? Und wenn ja, was sind dann die Mikrozustände? Wie würden Sie die definieren? Was muss ich an die Tafel ranschreiben? Sie bekommen noch mal kurz Zeit zum Nachdenken. Thank you.
meinen Sie, was denn das, was ich da aufmale? Ist das ein Makro- oder ein Mikrozustand? Das sind Mikrozustände. Ja, wo genau welche Teilchen sind? Wo genau welche Teilchen sind für ein Mikrozustand? Also der Zustand. Wie viele Mikrozustände könnten Sie aufbauen für den ersten Makrozustand? Also links. Also wir haben, das was hier an der Tafel steht, sind Makrozustände. Wir haben hier vier individualisierbare Teilchen, die ich nummerieren darf. Und ich baue einen Zustand auf, bei dem drei Teilchen hier unten sitzen. Null hier drin und einer hier oben. Wie viele Mikrozustände gibt es zu diesem Makrozustand? Wie viele Mikrozustände gibt es zu diesem Makrozustand? 2, 1, 1. Die Teilchen umnummerieren, umsortieren. 1 nach oben, 4 nach unten. 2 nach oben, andere nach unten. Wie viele Möglichkeiten habe ich, diesen Makrozustand aufzubauen? Hier sehen Sie alle Mikrozustände aufgelistet. Wir könnten das auch ausrechnen. Wir könnten hier hinschreiben, es gibt vier Teilchen, vier Fakultät. Davon setze ich drei ins untere. Vertauschung der unteren bringt nichts Neues. Durch drei Fakultät, durch eins Fakultät. Gibt genau vier. Es gibt vier Mikrozustände und hier sind die aufgelistet in diesem Kästchenschema auf der rechten Seite. Auch hier gibt es mehr Möglichkeiten, vier Fakultät durch zwei Fakultät, durch eins Fakultät, durch eins Fakultät. Was kommt da raus? 3 mal 4, 12 Möglichkeiten. Die 12 Möglichkeiten sind hier aufgelistet. Und beim letzten gibt es natürlich 4 Fakultät durch 3 Fakultät durch 1 Fakultät Möglichkeiten, wieder nur 4 aufgelistet. Damit haben wir eigentlich den Zustand definiert. Ein Makrozustand drückt aus, wie viele Teilchen befinden sich in jedem Niveau. Und ein Mikrozustand wäre nichts weiter als, wo sitzt jedes Teilchen? Wir könnten jetzt eine Verteilungsfunktion aufmalen. Bei der Verteilungsfunktion werden was gegeneinander aufgetragen? Sie sind dran. Was trage ich in einer Verteilungsfunktion auf? Stellen Sie die Verteilungsfunktion für dieses Problem auf. Was sind die Achsen? Was wird aufgetragen? Was ist die X-Achse? Die X-Achse ist eine Größe, die den Makrozustand kennzeichnet. Es wäre also für unser Beispiel die Information, wie viele Teilchen sitzen in welchem Niveau. Und die Omega wäre nichts anderes als, wie viele Mikrozustände gibt es zu jedem gegebenen Makrozustand. Für dieses System gibt es nur drei Möglichkeiten.
Der erste Mikrozustand hätte die Möglichkeit, drei Teilchen im untersten Niveau. Null Teilchen, ein Teilchen. Der nächste Mikrozustand könnte ich charakterisieren. Zwei Teilchen hier und Makrozustand. 2, 1, 1. Entschuldigung. 2, 1, 1, 0. Zwei Teilchen im untersten Niveau. Ein Teilchen hier, ein Teilchen hier. Ein Makrozustand. Und der letzte mögliche Makrozustand in diesem System aus drei Teilchen wäre 1, 3, 0, 0. Ein Teilchen hier drin, drei Teilchen hier, nichts, nichts. Das sind die Makrozustände. Was ist hier oben aufgetragen? Omega. Die Zahl der Mikrozustände für jeden gegebenen Makrozustand. Das heißt, hier hätte ich 4 Möglichkeiten. Hier hätte ich 12 Möglichkeiten und hier hätte ich 4 Möglichkeiten. Das ist unsere Verteilungsfunktion. Wir hatten die Prämisse gehabt, jeder Mikrozustand ist gleich wahrscheinlich. Das System sortiert sich ständig um. Und das heißt, nach außen beobachtet, werde ich diesen Zustand bei den wenigen Teilchen häufiger beobachten, weil er durch mehr Mikrozustände realisiert wird. Frage an Sie, wir betrachten jetzt thermodynamische Systeme, ein großes Ensemble. Wie verändert sich die Verteilungsfunktion? Sie sind dran. Was erwarten Sie? Das ist die Antwort. Die Verteilungsfunktion wird ein Strich in der Landschaft. Ein Zustand bekommt ein viel höheres statistisches Gewicht. Ja? Ich beobachte einen Zustand. Wie ist dieser Zustand gekennzeichnet? Er ist gekennzeichnet durch ein bestimmtes Besetzungsverhältnis. NK, NJ, NI und so weiter. Hat eine bestimmte Besetzungszahl. Ich beobachte diesen Zustand nicht mehr und nicht weniger beim thermodynamischen System. Es ist vorhersehbar und das drückt auch das Ziel von dieser Stunde heute aus. Wir werden das entwickeln für thermodynamische Systeme, große Ensemble. 10 hoch 20 Teilchen werden wir verteilen auf 10 hoch 30 Energiezustände. Und dann versuchen wir, das Maximum der Verteilungsfunktion zu finden. Und das Ergebnis ist ein Ausdruck, wo ich eben sagen kann, NI ist gleich, NJ ist gleich. Das ist unser Ziel heute. Bevor ich mit dem anfange, möchte ich noch ein anderes Problem mit Ihnen besprechen, das die vielleicht die dynamische Natur von diesem Umsortieren herausarbeitet. Wir betrachten ein System mit äquidistanten Energieniveaus und wir machen eine Computersimulation. Ich setze hier 100.000 Teilchen rein. Das heißt, meine Gesamtenergie, die ich hier habe, ist gleich Summe aller Ni. Epsilon I ist dann gleich 100.000 Teilchen mal dem I-Niveau, in dem die drin sind. Uns ist klar, dass dieser Mikrozustand sehr unwahrscheinlich ist. Es gibt ja nur eine einzige Möglichkeit. Dieser Makrozustand ist unwahrscheinlich. Es gibt nur einen Mikrozustand für diesen Zustand. Die Computersimulation soll Folgendes machen.
Wir bemühen einen Zufallsgenerator. Und wir greifen aus diesem Zufallsgenerator ein Teilchen beliebig heraus. Und dieses Teilchen MK wird um ein Energieniveau nach oben geschaufelt. Damit meine Gesamtenergie konstant ist, greife ich ein weiteres Teilchen heraus, das Lte, und schmeiße es nach unten. Also dieser Schritt lässt die Gesamtenergie meines Systems unverändert. Wir greifen ein Teilchen heraus, heben das nach oben, wir greifen ein anderes Teilchen heraus, setzen das so nach unten. Und wir sortieren um, Schritt für Schritt. Sie sind dran. Überlegen sich, welche Verteilung wird sich einstellen. Wir sortieren um und schauen die Entwicklung des Systems an. Sie haben das letzte. Ja. Das Zufallsgenerator wählt zufällig aus. Es kann auch passieren, dass zweimal das gleiche erwischt wird. Aber wir beginnen schon mit 100.000 Teilchen. Es ist unwahrscheinlich, dass es passiert, aber es ist im Bereich des Möglichen. Und wir machen immer eine Statistik. Es wird irgendwann wird es ja wieder rücksortiert. Nichts verändern. Okay, es war jetzt, wird sich nichts verändern über einen langen Zeitraum. Das glaube ich nicht. Schauen Sie, wir greifen in Zufallsgenerator. Es gibt doch nur einen Mikrozustand für diesen Makrozustand. Ja? Wenn ich umsortiere, ich greife das raus, setze es nach oben. Anders nach unten. Nächste Teilchen rausgriffen. Nach oben, nach unten. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Ausgangszustand wieder angenommen wird. Sehen Sie, wir durchlaufen ja diesen Konfigurationsraum. Bloß haben wir jetzt viel mehr Teilchen. Wer hat einen anderen Vorschlag? Wie schaut's aus? Am Bauch macht es symmetrisch. Also hier ist ein guter Vorschlag. Er sagt, dass die Verteilung wird symmetrisch sein. Und das wird sie auch am Anfang sein. Das heißt, wenn hier das IT-Niveau ist und ich trage hier auf die Zahl der Teilchen in einem bestimmten Niveau, dann war der Vorschlag, wenn ich ihn richtig verstanden habe, so etwas. Er nickt, ist zufrieden und sagt, es ist symmetrisch. Das ist auch ganz sinnvoll am Anfang. Aber was passiert jetzt, wenn die ersten Teilchen hier unten angekommen sind, im untersten Niveau? Ein Teilchen ist im untersten Niveau. Ich kann dieses Teilchen nicht weiter absenken. Wenn der Zufallsgenerator ein Teilchen hier unten absenken möchte, geht es nicht und er muss ein anderes Teilchen auswählen. Also sobald Teilchen hier unten angekommen sind, gibt es einen Symmetriebruch. Wie wird dann die Verteilungsfunktion aussehen?
Sie sehen hier eine Computersimulation. 100.000 Teilchen sind reingesetzt und wir machen genau dieses Spiel. Ein Zufallsgenerator greift ein Teilchen heraus, hebt es an, ein anderes wird abgesenkt, Gesamtenergie wird gleich. Am Anfang erwarten wir einen symmetrischen Verlauf und danach wird die Symmetrie gebrochen. Symmetrisch am Anfang, völlig richtig. Wird so eine Gauss-Glockenkurve sein. Umso mehr, je mehr Teilchen ich verwende. Aber irgendwann kommen die Teilchen im untersten Niveau an und dann ist die Symmetrie gebrochen. Wir geben ein bisschen Gas. Jetzt wird die Symmetrie gebrochen. Teilchen, die unten sind, kann ich nicht weiter absenken. Ich muss andere Teilchen auswählen. Wir geben noch ein bisschen Gas. Und wir sehen, dass am meisten Teilchen im untersten Niveau sich ansammeln. Und dass es nach einer gewissen Zeit kaum mehr Fluktuationen gibt. Die Fluktuationen, die ich hier sehe, kommen dadurch zustande, dass ich ein System habe, was noch nicht thermodynamisch ist. Das sind 100.000 Teilchen. Wir reden in der Regel von 10 hoch 20 Teilchen auf 10 hoch 30 Energieniveaus. Dann wird sich eine Verteilung einstellen, die nach außen hin statisch ist, obwohl ständig umsortiert wird, weil der Zustand, der beobachtet wird, das größte statistische Gewicht hat. Das heißt, wir erwarten, und das sehen Sie an dieser Simulation, wenn ich die Anzahl der Teilchen gegen die Energie auftrage, da kam so eine I-Funktion heraus. Am meisten Teilchen sind im Grundzustand. Diese Verteilung, sehen Sie, die bleibt und ist jetzt unveränderlich. Am meisten Teilchen hier unten. Und das definiert das Ziel von dieser Stunde heute, dieses Problem zu behandeln, N-Teilchen auf Energiezustände zu verteilen, die Verteilungsfunktion suchen, die das größte statistische Gewicht hat und das beschreibt unser Systemverhalten. Das heißt, was suchen wir? Wir suchen zunächst mal eine Verteilungsfunktion. Omega. Die mir angibt, wie viele Teilchen sitzen im 0. Niveau, wie viele Teilchen sitzen im 1. Niveau, wie viele Teilchen sitzen im I-ten, im J-ten und im K-ten Niveau und so weiter. Wir suchen diese Verteilungsfunktion. Wie viele Realisierungsmöglichkeiten gibt es, um einen gegebenen Makrozustand aufzubauen? Und wir werden diese Verteilungsfunktion aufbauen aus einem Produkt. Was dieses Produkt ist, wird gleich klar werden. Wir beginnen mit Omega 1 oder mit, machen wir gleich Omega I. Das heißt, wir überlegen, wie viele Möglichkeiten habe ich, Ni-Teilchen auf die entarteten Energieniveaus zu verteilen. Das Problem beginnt so, am Beginn habe ich N-Teilchen in meinem Behälter. Ich greife Ni-Teilchen aus dem Behälter heraus und verteile sie auf diese entarteten Niveaus. Also der erste Schritt ist, greife Ni aus Vorrat von N. Der nächste Schritt wird, verteile Ni auf die Gi-Zustände, die entartet sind.
Wie viele Möglichkeiten habe ich denn, NI-Teilchen aus einem Vorrat von innen herauszugreifen? Das ist ein altbekanntes Problem. Das Lotto-Problem. Ist also nichts weiter als N-Fakultät durch NI-Fakultät durch N minus NI-Fakultät. Das ist die Anzahl der Möglichkeiten, NI aus einem Vorrat von N herauszugreifen. Ich habe jetzt die NI-Teilchen, möchte die verteilen. Das sind die entarteten Energieniveaus. Und die Spielregeln für die Maxwell-Boltzmann-Statistik ist so, dass jedes Niveau beliebig viele Teilchen aufnehmen kann. Also ich kann das Teilchen hier reinschmeißen. Fürs erste Teilchen gibt es damit GI-Möglichkeiten. Fürs nächste Teilchen gibt es auch GI-Möglichkeiten und fürs nächste wieder GI-Möglichkeiten. Das heißt, wir landen bei GI hoch NI. Und das drückt Omega I aus. Dieser Ausdruck beschreibt, wie viele Möglichkeiten habe ich, NI-Teilchen aus dem Vorrat herauszugreifen und auf meine entarteten Energieniveaus zu verteilen. Wir gehen zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt heißt, greife NJ-Teilchen aus. Wie viele Teilchen habe ich aber jetzt in meiner Box? Nicht mehr N-Teilchen, sondern nur noch N-NI-Teilchen. Mein Teil habe ich ja schon verteilt. Aus einem Vorrat von N-NI. Und das ist nichts weiter als N-NI-Fakultät durch NJ-Fakultät durch N-NI-NJ-Fakultät. Diese NJ-Teilchen, die ich herausgegriffen habe, kann ich wieder auf die entarteten Niveaus verteilen, GJ hoch NJ. Und das ist Omega J. Wir setzen das Spiel fort. Wir greifen jetzt NK-Teilchen aus dem bestehenden Vorrat heraus. Das heißt, wir wollen Omega K beschreiben. Und das ist dann nichts weiter. Der Vorrat ist N minus NI minus NJ Teilchen dividiert durch NK-Fakultät durch N minus NI minus NJ minus NK-Fakultät. Diese Teilchen, die ich herausgegriffen habe, werde ich analog verteilen. GK hoch NK. Die Verteilung der Zustände ist voneinander unabhängig. Wenn die Verteilung der Zustände voneinander unabhängig ist, sind die Gesamtrealisierungsmöglichkeiten durch das Produkt gegeben, wie hier oben angeschrieben. Das heißt, unsere gesuchte Funktion, die einen gegebenen Makrozustand kennzeichnet, ist das Produkt aller NI. Und da wird was einfach. Wenn ich das Produkt bilde, fällt was weg. Wenn ich das Produkt bilde, fällt immer ein Teil weg. Sehen Sie, hier steht N durch N. Ach, scheinbar ist es doch N. Omega
ist nichts anderes als das Produkt der Omega-I. Wenn ich das Produkt bilde, steht immer das N-Ni im Nenner, im Nächsten im Zähler. Im Nenner, im Zähler. Das heißt, es fällt hier etwas raus, was Sie auf der rechten Seite sehen. Das heißt, es bleibt etwas übrig, nämlich N-Fakultät, die Gesamtzahl der Teilchenfakultät, durch N0-Fakultät mal N1-Fakultät mal N-I-Fakultät mal N-J-Fakultät mal N-K-Fakultät. Weil ein Term sich weghebt, wird das Ganze einfach mal G0 hoch N0, GI hoch NI, GJ hoch NJ mal GK hoch NK. Das heißt, unsere Verteilungsfunktion hat eine recht einfache Struktur. Sie ist nichts weiter als N-Fakultät durch das Produkt aller N-I-Fakultät mal dem Produkt aller G-I hoch N-I-Fakultät. Also haben den ersten Teilschritt durchlaufen. Also nochmal, sind bei diesem Problem. Ein Makrozustand, haben wir erkannt, gibt an die Zahl der Teilchen in einem bestimmten Energieniveau. Das heißt, ich könnte einen Makrozustand aufbauen, der gekennzeichnet ist durch die Besetzungszahlen in den einzelnen Zuständen. Das ist ein Makrozustand. Und dieser Zustand hat ein bestimmtes statistisches Gewicht, das wir ermitteln wollen. Wir haben das Problem so gelöst, dass wir sagen, ich greife Ni-Teilchen aus dem Behälter von N und verteile die auf die entarteten Niveaus. Jedes Niveau kann beliebig viele aufnehmen. In meinem Behälter sind dann nur noch N-Ni-Teilchen drin. Und diese N-Ni-Teilchen, aus denen greife ich jetzt NJ-Teilchen heraus. Und diese herausgegriffenen Teilchen verteile ich auf die entarteten Energieniveaus. Ich wiederhole das Spiel, ich greife NK-Teilchen heraus aus meinem bestehenden Vorrat von N-Ni-NJ-Teilchen und verteile die auf diese Energieniveaus. Die Gesamtverteilungsfunktion ist das Produkt dieser Omega-I. Und das Schöne ist, dass bei der Produktbildung immer Terme wegfallen, nämlich das, was hier im Zähler steht, steht im nächsten im Nenner. Und das sehen Sie an dieser Ableitung hier oben. Das Produkt wird relativ einfach. Es ist N-Fakultät durch das Produkt aller N-I-Fakultät mal dem Produkt aller G-I-Fakultät. Was stört uns jetzt dran? Dieser Ausdruck ist noch nicht praktisch für die weitere Behandlung, weil er so große Zahlen involviert. Das heißt, wir werden den Logarithmus einführen. Wir betrachten nicht das, sondern wir wollen ln Omega betrachten. Dann wird es nämlich einfacher. Dann steht da, ln Omega ist gleich ln N-Fakultät minus ln Produkt aller Ni-Fakultät plus ln Produkt aller Gi hoch Ni-Fakultät. Wir suchen ja später das Maximum dieser Funktion. Und da der ln eine kontinuierlich wachsende Funktion ist, hat er auch, wenn ln max ein Maximum hat, auch Omega ein Maximum.
Wir brauchen und müssen uns gewöhnen an Rechnen mit Logarithmen. Dafür kann ich auch schreiben ln n Fakultät minus Summe ln ni Fakultät. Ich benutze nichts weiter als ln a mal b ist dasselbe wie ln a plus ln b. Plus Summe über ln gi hoch ni. Was stört mich jetzt an diesem Ausdruck? Ist immer noch was dabei, was man nicht schmeckt. N-Fakultät. Und dafür gibt es die Stirling-Formel, die Sie das nächste Mal kennengelernt haben. Wie lautet die Stirling-Formel? Sie sind dran. Wie schaut die Stirling-Formel aus? Ln n Fakultät ist dasselbe wie was? Also diese Näherung sollten Sie verinnerlichen. Ln n Fakultät ist n mal ln n minus n. Und die stimmt recht gut, im Taschenrechner mal eingegeben oder bei Maple. Für ln 10, für kleine Zahlen, stimmt es nicht so ganz, aber je größer die Zahl wird, umso besser ist die Näherung. Aber sie funktioniert sehr gut. Das heißt, der nächste Schritt wäre ln Omega zu vereinfachen durch Anwendung der Stirling-Formel. N mal ln n minus n minus Summe ni ln ni minus ni plus Summe aller ni ln gi. Der Ausdruck schaut doch jetzt sympathisch aus. Er ist schon recht einfach geworden. Da stehen ein bisschen Logarithmen drin, ln i. Also was suchen wir eigentlich? Wir suchen das Maximum dieser Funktion. Unter Berücksichtigung unserer Randbedingungen. Und die Randbedingungen lauten Summe aller ni ist gleich n und Summe aller ni mal epsilon i ist gleich i gesamt. Wie viele Variable habe ich denn in meinem System? Was sind die Variablen, die ich habe? Wie viel habe ich davon? Schauen Sie sich die Struktur des Problems an.
Die Variablen, die ich in meinem System habe, sind die Anzahl der Teilchen in den Energiezuständen. N0, N1, N2, Ni, Nj, Nk. Also wir haben sowas wie 10 hoch 30 Variable. Das ist die Funktion. Die Ni sind die Variablen. Davon gibt es viele. Was haben wir gemacht? Wir haben die Verteilungsfunktion aufgestellt. Wie viele Möglichkeiten gibt es die? Und diese Funktion danach vereinfacht, indem wir die Stirling-Formel angewandt haben, ein bisschen rumjongliert haben und uns entschlossen haben, den Ln-Omega zu analysieren, wobei man nichts verschenkt mit dem Ln-Omega. Das heißt, wir suchen das Extremum dieser Funktion, 10 hoch 20 Variable, unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen. Und Sie haben in der Mathematik ein Verfahren kennengelernt, das dafür geeignet ist, das ist das Lagrange-Multiplikatoren-Verfahren. Sie haben Definitionsbereich R hoch N gegen R und Sie suchen das Maximum der Funktion f von x. So war es in der Mathematik. Und Sie haben aber Nebenbedingungen in Ihrem System. Diese Nebenbedingungen sind g1 von x ist gleich 0. G2 von x ist gleich 0. Der Trick ist, Sie schreiben die Nebenbedingungen als Äquipotentiallinie einer Funktion vieler Variablen. Also das hier ist eine Variable f von x und die Nebenbedingung wird auch betrachtet als eine Funktion. G von x ist gleich 0. Und dann sagen Ihnen die Mathematiker, wie Sie das Ganze lösen. Sie sollen Folgendes machen. Die Lösung ist, nehmen Sie den Gradienten der Funktion. Und sagen, der Gradient dieser Funktion f von x ist eine Linearkombination der Gradienten der Nebenbedingungen. Der Gradient ist ein Vektor. Die ite Komponente halte ich durch die Ableitung nach der ite Variable. Und der Gradient dieser Funktion soll eine Linearkombination der Gradienten der Nebenbedingungen sein. Und das zusammen mit der Bedingung G2, G1 von x ist gleich 0 und G2 von x ist gleich 0, liefert Ihnen die kritischen Punkte, bei denen Extrema herrschen können und Alpha und Beta. Das ist das Kochrezept von den Mathematikern. Ich würde gerne, dass Sie, ich würde gerne eine physikalische Interpretation mit denen, Ihnen besprechen. Dass es vielleicht ein bisschen klarer wird, was da gemeint ist. Betrachten wir mal ein Gebirge und fragen, wo sind mögliche Ruhelagen einer Kugel? Da würden Sie sagen, ja, mögliche Ruhelagen einer Kugel sind genau an den Stellen, bei der die Gewichtskraft gleich der Zwangskraft ist, antiparallel. Und das sind die möglichen Stellen. Das sehen wir sofort. Hier kann die Kugel sein, hier kann die Kugel sein. Gewichtskraft muss der Zwangskraft sein, antiparallel. Also Fg ist gleich Lambda oder Alpha mal
Zwangskraft. Die sind antiparallel. Wie kann ich ein Gebirge kennzeichnen? Gebirge, können Sie sagen, jeden Punkt XY ist eine bestimmte Höhe zugeordnet. XY Höhe zugeordnet. Sie könnten also ein Gebirge kennzeichnen, dass Sie sagen, Z von XY. Das Z ist die Höhe. So würden Sie es machen. Sie können aber auch dieses Gebirge kennzeichnen als eine Äquipotentiallinie einer Funktion g von x, y, z ist gleich 0. Das ist auch eine Alternative. Ich kann meine Höhe beschreiben und sage, diese Höhenlinie ist eine spezielle Äquipotentiallinie dieser Funktion. Das ist das hier. Und dann finde ich, eine Kraft kann ich darstellen als den Gradienten eines Potentials, Vxyz. Und die Bedingung Gewichtskraft ist gleich Zwangskraft ist dann genau diese Bedingung Alpha Gradient g von xyz. Der Gradient ist ein Vektor, der senkrecht auf den Äquipotentiallinien steht. Wenn der genau die Gewichtskraft entspricht, antiparallel, dann sind da die kritischen Punkte, wo ein Teilchen in Ruhe sein kann. Das wäre vielleicht eine schöne physikalische Interpretation für dieses Kochrezept, was Sie bei den Mathematikern gelernt haben. Also wir beschreiben ein Gebirge durch ein Höhenliniendiagramm, das ich darstellen kann als Äquipotentiallinie einer Funktion. Und die Bedingung, die wir hier physikalisch sofort sehen, ist gleich der Gradient des Potentials, das ist die Kraft, die ich darstelle. Und das muss gleich sein, antiparallel, also Gradient von g. G steht immer senkrecht auf den Höhenlinien. Hier würde g so stehen, da kann das nicht erfüllt werden. Kritische Punkte sind nur diejenigen Punkte, bei denen die beiden antiparallel sind. Das heißt, das Problem, was ich hier oben skizziert habe, möchte ich darauf anpassen. Das heißt, wir haben hier die Funktion. Das ist die Funktion. Und das sind meine Nebenbedingungen. Vielleicht schreibe ich es trotzdem nochmal hin. Also, wir haben ln Omega. Eine Funktion von ni, nj, nk konnten wir ausdrücken durch n mal ln n minus Summe über ni, ln ni minus ni plus Summe ni ln g. Das ist die Funktion. Meine Nebenbedingungen, Nebenbedingung b1, kann ich jetzt auch schreiben als eine Funktion von ni, nj, nk und so weiter. Und ist nichts weiter als die Gesamtzahl der Teilchen ist konstant. Ich schreibe das jetzt aber als Äquipotentiallinie einer Funktion, also schreibe ich es als Summe aller ni minus n ist gleich 0. Und die Randbedingung 2 ist auch eine Funktion von i und j und so weiter, ist nichts weiter als die Gesamtenergie ist gleich 0. Ich habe das genau in dem Formalismus geschrieben. Die Funktion, die wir analysieren, und die beiden Nebenbedingungen habe ich als Äquipotentiallinie einer Funktion mit genauso vielen Variablen geschrieben. Und jetzt geht das Schema los.
Wir suchen den Gradient dieser Funktion und der muss eine Linearkombination der Gradienten der Nebenbedingungen sein. Das heißt, es entsteht jetzt ein Vektor. Und wir schauen die i-Komponente an. Wir müssen diesen Ausdruck nach ni ableiten. Was passiert mit diesem Ausdruck, wenn ich nach ni ableite? N ln n. Wir leiten nach ni ab, das ist eine Konstante, fällt weg. Hier leite ich nach ni ab. Nur wo ni drin steht, muss ich berücksichtigen. Ich brauche das Summenzeichen brauche ich nicht berücksichtigen. Und ich leite den Ausdruck nach ni ab. Produktregel. Dann steht da ln ni minus ni mal ln abgeleitet. 1 durch ni. Minus plus minus 1. Mehr bleibt gar nicht übrig bei dem Vektor. Gar nicht schlimm. Halt, ich habe was vergessen noch. Da bleibt doch noch was da. Muss ja noch n mal ln g mit berücksichtigen. Und was bleibt bei dem Term übrig, wenn ich den ableite? Ni ln g bleibt hier nur übrig plus ni. Ach Quatsch, ln g bleibt übrig, mehr nicht. Ln g i. Und jetzt ist der Vektor fertig. Also wir leiten den Ausdruck nach der i-Komponente ab. Minus Produktregel. Ln ni, ni, ln abgeleitet, 1 durch ni. Ni abgeleitet gibt hier minus 1. Hier nach ni abgeleitet gibt ln gi. War nicht schwer. Ist gleich Alpha. Was steht hier in dem Vektor? Wir leiten nach ni ab. Ganz einfach, 1. Sind wir schon fertig hier an der Stelle. Plus Beta. Wir leiten an der Stelle nach ni ab. Was bleibt übrig? Gesamtenergie fällt weg. Ni fällt weg. Ei. Wir können es noch ein bisschen zusammenfassen. Das ist ja wunderbar. Plus 1 minus 1. Es bleibt also hier nur übrig als das Minus bringe ich auf die andere Seite, dann steht da ln ni minus ln gi ist gleich Alpha plus Beta ii. Minus 1 multipliziert. Ln gi minus ln gi und das ist dasselbe wie ln ni durch gi. Sind fast am Ziel angekommen. Wir haben gefunden, wie die Funktionen, welche Struktur die haben muss. Wir delogarithmieren diesen Ausdruck, dann steht da ni ist gleich gi mal e hoch minus Alpha, hier steht minus Alpha und minus Beta, minus Alpha e hoch minus Beta ii. Da können wir schon mal durchschnaufen.
glaube, wir sollten uns nochmal alles anschauen, was wir gemacht haben, um nicht den Faden zu verlieren. Problemstellung waren, wir betrachten N-Teilchen, die wir verteilen wollen auf Ni quantisierte Zustände, die auch entartet sein dürfen. Wir haben also ein Termschema, das so aussieht, und es gibt auch Entartung. Die Spielregeln waren so, dass wir sagen, die Teilchen wären individualisierbar, das heißt, ich darf denen einen Farbklecks geben oder eine Nummer. Und die Spielregeln waren weiterhin so, dass beliebig viele Teilchen in jedes Niveau reinpassen. Das ist die Fragestellung. Wir nutzen die Hilfsmittel der statistischen Thermodynamik. Wir haben uns also überlegt, was ist ein Makrozustand und ein Mikrozustand für dieses System. Und haben gesehen, Makrozustand ist nichts weiter als die Kenntnis, wie viele Teilchen sitzen im jeweiligen Energiezustand. Und Mikrozustand, wo sitzt genau welches Teilchen? Und haben auch gesehen, dass bei diesem kleinen abzählbaren Beispiel es bereits einen Zustand gibt, den ich häufiger beobachten werde. Das war dieser Zustand hier mit 2, 1, 1. Und wir haben uns auch klar gemacht, wir erwarten, wenn ich zu thermodynamischen Größen übergehe, eine Verteilungsfunktion, die sehr eng ist. Und wir suchen das Maximum der Verteilungsfunktion. Das war die Problemstellung, die wir hatten. Wir suchen also die Verteilungsfunktion und möchten das Extremum bestimmen dieser Verteilungsfunktion, dürfen aber nur Verteilungen zulassen, die die Randbedingungen erfüllen. Gesamtteilchenzahl und Gesamtenergie ist konstant. Das heißt, wir möchten eine Verteilungsfunktion aufstellen, die aussagt, wie viele Teilchen sitzen dem, dem und dem und dem Niveau. Und das haben wir abgeleitet, indem wir gesagt haben, wir betrachten N-Teilchen und da greifen wir NTI-Teilchen heraus und verteilen die auf diese Energieniveaus. Wir haben jetzt im Behälter nur noch N-NI-Teilchen, da greifen wir NJ-Teilchen heraus und verteilen die auf die entarteten Niveaus. In meinem Behälter habe ich jetzt nur noch N-NI und NJ-Teilchen und darauf greife ich NK-Teilchen heraus und verteile die auf die entarteten Niveaus. Und das Spiel wiederhole ich so lange, bis ich alle Teilchen herausgegriffen habe und diese Verteilung hier aufgebaut habe. Und da das jede Verteilung in jedem Zustand voneinander unabhängig ist, gibt es ein Produkt. Und bei diesem Produkt fällt immer ein Term heraus und die Omega-Funktion vereinfacht sich zu diesem Ausdruck N-Fakultät, Produkt aller NI-Fakultät mal Produkt GI hoch NI-Fakultät. Der nächste Schritt ist, wir wollen das vereinfachen. Das heißt, wir betrachten nicht Omega, sondern Ln-Omega und nutzen die Stirling-Beziehung. Und nach diesem Rumjonglieren wird der Ausdruck für Omega recht einfach. Diese Funktion würde noch jede mögliche Verteilung beschreiben. Wir dürfen aber nur Verteilungen zulassen, die die Energieerhaltung nicht verletzt und die Teilchenzahl erfüllt. Das heißt, ich suche das Extremum dieser Funktion unter Berücksichtigung dieser beiden Nebenbedingungen in meinem System. Mathematiker sagen, wie man Extremwerte findet unter Nebenbedingungen. Ich habe eine Funktion mit mehreren Variablen.
Die soll extremal werden unter Berücksichtigung der Nebenbedingung. Wir sind angehalten, die Nebenbedingung als Äquipotentiallinie einer Funktion zu schreiben. Und dann sind die kritischen Punkte genau die Punkte, bei der der Gradient der Funktion sich ausdrücken lässt als Linearkombination der Gradienten der Nebenbedingung. Und haben uns das plausibel gemacht an einem physikalischen Problem, suche die Ruhelagen eines Teilchens im Gebirge. Die kritischen Punkte sind genau da, wo eben die Zwangskraft ausdrückbar als Gradient der Äquipotentiallinie hier gleich der Gewichtskraft ist, ausdrückbar durch den Gradienten ihres Potentials. Dieses Schema haben wir angewandt und unsere Problemstellung daraufhin umgeschrieben. Wir haben es umgeschrieben in diese Funktion und die Nebenbedingungen haben wir jetzt geschrieben als Äquipotentiallinie einer Funktion von genauso viel Variablen. Und dann haben wir die Gradienten gebildet und finden, dass die Gradientenbildung, da leite ich ja nach der Eaton-Komponente ab, nach DNI, da fällt vieles weg und der Ausdruck wird recht einfach. Und die NI sind GI mal E hoch minus Alpha mal E hoch minus Beta. EI. Das ist die Verteilung, die wir haben wollten. Was ist Alpha? Wir können benutzen Summe aller NI ist gleich N Gesamt. Die NIs kann ich aber ausdrücken über GI mal E hoch minus Alpha mal E hoch minus Beta II ist gleich N Gesamt. Damit kann ich schreiben, I hoch minus Alpha ist gleich N Gesamt durch Summe aller GI mal I hoch minus Beta II. Dieser untere Term ist ein wichtiger Term. Das ist die Zustandssumme. Und ich habe eine Mastervorlesung, wo es nur um diesen Term geht. Was Beta ist, werden Sie selbst herausfinden in einer Übungsaufgabe. Dann, wenn Sie die freie Energie eingeführt haben, kann man das relativ schnell zeigen. Ich will hier ohne Beweis im Moment hinschreiben, was Beta ist und Ihnen die Endformel vorstellen, die das Ziel dieser Stunde war. Nämlich die Zahl der Teilchen in einem bestimmten Energieniveau ist gleich der Entartungsfaktor, die Gesamtzahl der Teilchen mal E hoch minus Epsilon I durch K Boltzmann mal T, das ist Beta, dividiert durch einen Ausdruck das ist die berühmte Boltzmann-Formel und für mich eine der ganz wichtigen Formeln in der physikalischen Chemie, die in allen Bereichen vorkommt. Noch zwei kleine Anwendungen diskutieren und dann sind wir fertig.
Diese Formel sieht recht kompliziert aus. Wir werden die auch erst im Master wirklich voll schätzen wissen. Hier in dieser Vorlesung und anderen Vorlesungen genügt mir im Moment, dass wir sagen, die Zahl der Teilchen in einem bestimmten Energieniveau ist proportional zu Energie durch KT. Das genügt mir im Moment. Und die zweite Variante, die Sie kennen sollten, wäre N2 durch N1. Wenn ich zwei Energieniveaus betrachte, I2 und I1. Das ist Delta I zwischen diesen beiden. Dann kann ich hier wirklich ein Is gleich schreiben, weil diese Zustandssumme wird sich rauskürzen. Is gleich Exponent minus I2 minus E1 durch KT. Also das Besetzungszahlverhältnis zwischen angeregten und Grundzustand ist der Boltzmann-Faktor E hoch minus Delta I durch KT. Schreibe ich zur Sicherheit nochmal hin. K Boltzmann ist nichts weiter als die allgemeine Gaskonstante durch die Avogadro-Zahl. Damit da keine Verwirrung ist. Das brauchen wir. Ein kleines Beispiel, damit nach so viel Theorie Sie sehen, dass ich es nützlich finde. Wir leiten mit diesem Wissen die barometrische Höhenformel ab. Schauen wir an. Hier ist eine Säule mit Gasmolekülen. Unten sind viel mehr Teilchen als oben. Wir lassen T konstant für die Ableitung. Also bei 3000 Höhenmeter an der Zugspitze möge die gleiche Temperatur herrschen wie bei 0 Höhenmeter an der Nordsee. Wir wissen, der Druck wird eine Funktion der Höhe sein. Wie kann ich es ableiten? Sehr einfach. Temperaturkonstant heißt 1/2 mv² ist gleich 3/2 K Boltzmann mal T. Das heißt, alle Teilchen haben die gleiche mittlere kinetische Energie bei unserer Betrachtung. Das heißt, der Druck wird proportional sein zur Zahl der Teilchen in einer bestimmten Höhe, die an die Wand prasseln. Das heißt, wir können schreiben, die Zahl der Teilchen in einer bestimmten Höhe ist proportional zu Boltzmann-Faktor. Die kinetische Energie ist überall gleich. Was ist der Unterschied eines Teilchens hier oben zu dem unten? Das Teilchen hier oben hat potenzielle Energie. Und die potenzielle Energie ist minus mgh durch K Boltzmann mal T. M mal G mal H. Das heißt, wir haben gefunden, die Zahl der Teilchen ist in einer bestimmten Höhe dem Boltzmann-Faktor proportional. Das heißt, ich brauche einen Referenzdruck und ich kann ein Is gleich schreiben. Pi als Funktion der H ist gleich Pi 0, den Druck, den ich habe bei 0 Höhenmeter, mal Exponent minus mgh durch kt. Fertig bin ich. Und barometrische Höhenformel abgeleitet. Sie haben gerade Kinetik gehört. Wie ist denn die Temperaturabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstante? Das sollten Sie wissen. Irgendwo eine SN2-Reaktion, Williamsche Ether-Synthese. Sie sollten die Reaktionskoordinate verstanden haben nach dieser Vorlesung und auch wissen, wie die Aktivierungsenergie und Geschwindigkeitskonstante zusammenhängen.
ist zu leise hier. Sagen Sie es ruhig wie Ihrem Nachbarn. Zum Beispiel Wildensche Ether, das ist diese SN2-Reaktion. Wäre ein Beispiel. Also A plus B reagiert zu etwas und wir haben so eine Energieskala hingemalt. Edukte, Produkte. Edukte, Produkte. Dann gesagt, dann gibt es einen Aktivierungszustand, der so aussieht. E-Reaktionskoordinate. Und die Aktivierungsenergie der Hinreaktion wäre so ein Berg hier. Die Aktivierungsenergie der Rückreaktion wird dieser Berg hier. Und Sie müssen diese Aktivierungsenergie nehmen. Und dann haben Sie gefunden, Arrhenius-Gleichung, das K gleich K0 mal Exponent hoch minus IA durch KT ist. Und Sie sehen wieder, wo der Ausdruck herkommt. Das ist der Boltzmann. Die Boltzmann-Verteilung, weil die gibt nicht an, wie viele Teilchen haben eine Energie größer gleich IA und haben damit genug Energie, die Barriere zu nehmen. Also diese Beziehung wird immer wieder vorkommen. Und ich möchte jetzt überleiten zu was ganz anderem, was aber auch mit Aktivierungsenergien zu tun hat. Nämlich, es ist jemand da vom Jungchemikerforum, der ihre Arbeit vorstellen will, das Jungchemikerforum. Die machen tolle Arbeit und ich hoffe, sie übernehmen diese Aktivierungsbarriere und engagieren sich vielleicht auch in diesem Verein. Können Sie gerne das nehmen. Vorlesung ist damit zu Ende. Guten Morgen zusammen. Ich bin der Robert vom Jungchemikerforum. Ich bin der zweite Vorstand hier in Regensburg. Und ihr seid alle schon mal mit uns konfrontiert worden in Form dieser netten Feuerzeuge. Wer hat denn die Feuerzeuge noch? Also doch einige. Es hat sich erstaunlicherweise kein einziger von euch bei uns gemeldet jemals. Von daher haben wir uns gedacht, dass wir uns noch mal vorstellen und was wir so eigentlich machen. Weil das Ionenlotto ist doch recht stressig und vielleicht geht es dann so ein bisschen unter im ganzen Laborstress. Ich selber bin Student im 6. Semester, das heißt, ich werde jetzt ziemlich bald fertig mit dem Bachelor, Gott sei Dank. Und ja, und ich stelle mir vor, in erster Linie, wer wir sind, dann was wir machen und welche Vorteile sich für euch ergeben würden, wenn ihr bei uns mitwirken würdet. So, also zuerst zum Wer. Das JCF Regensburg ist die Jugendorganisation der GDCH. Und in der GDCH, wer ist denn in der GDCH von euch? Ja, nicht schlecht. Also früher oder später ist da sowieso jeder drin. Von daher lohnt es sich früh einzusteigen. Und wir sind in erster Linie ein gemeinnütziger Verein. Wir bestehen aus etwa 15 Studenten, Doktoranden, Masteranden hier an der Uni Regensburg. Das gibt es auch an anderen Universitäten. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist der Unterschied zur Fachschaft? Die Fachschaft macht ja eigentlich fast dasselbe, oder? Der Unterschied ist, dass die Fachschaft eher die Studentenvertretung ist und Sachen von Studenten für Studenten macht. Und wir konzentrieren uns vor allem auf die gemeinnützige Arbeit letzten Endes. Genau, das war schon zum Wer. Dann was machen wir genau? Unter anderem Experimentalvorlesungen. Wer war denn bei der Weihnachtsvorlesung dabei? Doch einige, also kennen mich doch einige. Ja, war halt mega peinlich und so weiter. Nee. Das ist halt eine ganz lustige Angelegenheit. Wir machen eine Showvorlesung, überlegen uns eine lustige Geschichte dazu, die auch so einen gewissen Trash-Faktor haben soll und untermauern das Ganze dann eben mit hier bunten Experimenten einfach nur zur Belustigung
Und das ist eine sehr schöne Sache eigentlich. Genau. Dann Chemie in der Grundschule. Das kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Wir fahren einmal im Jahr an verschiedene Grundschulen in der Umgebung. Die bewerben sich bei uns und wir können denen dann eine Zusage erteilen. Und dann machen wir mit den Kindern dann zusammen kleine Experimente. Also, was ist Brause eigentlich? Oder der klassische Blaukrautindikator. Wer kennt den? Das sind doch alles gute Chemiker hier. Das ist also ein wunderschönes Experiment, bei dem man einfach Blaukraut zerhackt, kocht in Wasser, abfiltriert. Und dann kann man letzten Endes die Lösung als Indikator hernehmen. Und der funktioniert verdammt gut. Und noch so ein paar andere Geschichten. Und außerdem das Schülerpraktikum. Das ist unsere größte Aktion. Und hat irgendjemand von euch schon mal daran teilgenommen? Gut. Ja. Also es kommen einmal im Jahr Schüler zu uns aus den gymnasialen Oberstufen. Und da machen wir dann einige Experimente zusammen mit denen. Und zwar unter Anleitung von vielen verschiedenen Assistenten. Und unsere Versuche sind so ein Best-of vom Chemiestudium. Also einige Versuche kennt ihr wahrscheinlich noch gar nicht. Zum Beispiel Aspirin. Das macht ihr alle nächstes Jahr im OC-Praktikum. Oder Silizium, die macht man gar nicht im Bachelor. Den kennt ihr alle. Und wir haben ein sehr, sehr breites Angebot an Versuchen für die Schüler. Die können sich die Versuche im Vorfeld auswählen und dann hier 2 Tage lang schöne Laboratmosphäre genießen. Und wie gesagt, wir brauchen da viele Assistenten. Und dieses Jahr findet das Praktikum in der ersten Oktoberwoche statt. Wenn ihr Interesse habt, da eine Gruppe zu übernehmen und 2 Tage lang durchs Labor zu führen, könnt ihr euch jederzeit melden. Man muss auch kein Experte sein, also die Versuche sind alle gut machbar, auch für Studenten im 2. oder 3. Semester. Das ist alles kein Ding. Genau, und dann haben wir daneben noch so ein paar kleinere Aktionen, zum Beispiel am Hochschultag oder am Girls Day, wo wir eben der Studiengangskoordination oft auch aushelfen, um ja, die Chemie zu veranschaulichen an kleinen Experimenten. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, welche Vorteile hat es für euch überhaupt? Warum sollte ich mir den Stress antun? Also Stress in Anführungszeichen. Und das ist jedes Jahr dasselbe. Immer wenn ich zu irgendwelchen Leuten hingehe und die Frage, ja, wollt ihr nicht mal mitmachen oder so? Da kommen immer dieselben Ausreden. Also es ist immer dasselbe. Ja, keine Zeit. Ja, kein Bock. Keine Ahnung. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel Zeitaufwand ist es denn wirklich? Und zwar eigentlich nicht so viel. Die Sitzung, die unverbindlich ist, ihr müsst da gar nicht auftauchen, ist nur einmal im Monat und die dauert auch nur 20 Minuten. Also ich glaube, jeder hier kann theoretisch 20 Minuten in einem Monat investieren. Und es ist nicht so, dass wir sagen, ja, Schülerpraktikum machen wir am besten jede Woche. Das können wir uns auch gar nicht leisten, sondern wir machen die ganzen Aktionen auch nur einmal im Jahr, nicht häufiger. Das heißt, das sind halt nur 5 bis 6 Tage, wo man aktiv wirklich was machen muss und den Rest der Zeit kann man sich wirklich auf sein Studium fokussieren. Aber wenn man dann, so wie ich, organisatorische Aufgaben übernimmt, dann muss man natürlich schon wieder ein bisschen mehr Zeit aufbringen, zum Beispiel für eine Präsentation halten. Ja. Genau, also jetzt kommen wir aber wirklich zu den Vorteilen und in erster Linie könnt ihr Kontakte knüpfen zu Studenten aus weiter fortgeschrittenen Semestern und, das ist auch sehr interessant, zu Doktoranden und verschiedenen Arbeitskreisen. Ihr wollt ja alle mal Bachelorarbeit schreiben, hoffe ich mal, und mal so ein bisschen mehr in die Wissenschaft reinschnuppern. Und von daher ist es sehr, sehr vorteilhaft, wenn man schon früh weiß und früh Leute kennt, bei denen man Bachelorarbeit machen könnte oder irgendein Praktikum oder sonst irgendwas. Und die Gelegenheit hat man nicht immer. Und das habt ihr wahrscheinlich alle schon gemerkt, je mehr Leute man kennt, desto besser im Studium. Ist klar. Und außerdem wird Engagement stets belohnt. Also unsere Absolventen erhalten immer Urkunden. Und wenn ihr euch nächstes Semester auf ein Stipendium der GDCH bewerbt,
dann können wir da ein sehr, sehr gutes Wort für euch einlegen, wenn ihr engagiert seid. Also es sind schon mal 400, 450 Euro im Monat. Also wenn ihr engagiert seid, habt ihr da gute Chancen. Und außerdem ist es ganz interessant, mal so einen Blick hinter die Kulissen der Uni zu werfen. Wie laufen manche Praktika so ab und wie verlaufen die Organisationsprozesse hier an der Fakultät? Und man kann auch persönlich sehr viel als Mensch dazulernen, zum Beispiel beim Schreiben von Briefen, von Anträgen. Also das lernt man halt eigentlich nicht während dem Bachelor, aber da kann man hier sehr, sehr wertvolle Erfahrungen sammeln. Und ihr erhaltet natürlich Unterstützung bei jeglichen Angelegenheiten, sei es bei fachlichen Fragen, zum Beispiel zur Thermodynamik, oder wenn es darum geht, welches Wahlpflichtmodul ihr im fünften Semester machen wollt. Also da könnt ihr auf einen sehr reichhaltigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und natürlich Spaß. Also der kommt bei uns nicht zu kurz. Genau, jetzt habe ich vielleicht euer Interesse geweckt, vielleicht auch nicht. Wie kann man denn jetzt eigentlich beitreten? Und das Interessante ist, es gibt eigentlich gar kein Anmeldeverfahren bei uns. Wer mithelfen will, der ist einfach dabei. Punkt. Offiziell sollte man in der Gesellschaft Deutscher Chemiker sein, aber das ist uns eigentlich ziemlich egal, denn früher oder später ist sowieso jeder drin und wenn ihr es jetzt nicht seid, dann eben, was weiß ich, in 2 Jahren oder so, spielt keine Rolle. Die Sitzung findet immer am letzten Montag im Monat statt, um 18.15 Uhr im Seminarraum Pfitzner. Den kennt ihr wahrscheinlich von der Laborfeier vom Millionenlotto, oder? Hattet ihr keine Laborfeier? Doch? Ja. Gut. Der nächste Termin wäre am 25.06. Also wer vorbeischauen will, ist herzlich eingeladen. Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schreiben, die Homepage besuchen und nochmal alle Infos, die ich jetzt so euch hier kurz erzählt habe, nochmal nachschauen. Und außerdem am GDCH-Brett hinten gibt es regelmäßig Aushänge von uns. In letzter Zeit nicht mehr so häufig, aber in Zukunft wieder. Das ist also da, wo die ganzen Vorträge und so ausgehängt sind. Und ihr könnt natürlich Leute ansprechen. Ich meine, ich bin auch relativ häufig an der Uni. Vielleicht seht ihr mich mal im Zip-Pool oder so rumgammeln, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich langweile mich sonst nur. Ja. Genau, das war es jetzt eigentlich schon im Prinzip. Hier ist so ein kurzer Ausblick. Also ihr habt noch sehr, sehr viel Spannendes für euch im Studium. Und ihr werdet sehr, sehr viele interessante Sachen noch hören. Und da möchte ich euch ermutigen, euch da durchzubeißen, denn meines Erachtens, es ist zwar stressig, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Ich habe es nicht bereut, Chemie zu studieren. Und ich wünsche euch dann noch alles Gute, beißt euch da durch und bleibt am Ball. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne vorkommen. Thank you.